Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013 mit dabei der Manuel und der Max. Hallo. Servus. Und bald sind wir mit zu wenig Arbeit unterwegs. Ja, dann müssen wir schauen. Vielleicht ja. Kriegen wir noch irgendwo einen Traktor her. Mal. Das sieht man mit schlecht. Es ist halt mit den Kosten, was wir haben. Ich würde halt gerne den Kredit jetzt mal voll zurückzahlen. Wir können ihn dann eh wieder voll aufnehmen, dann sofort. Ja, wäre schon gut, wenn wir nicht mal auf den Map-Wechsel machen bzw. umziehen. Dass wir deinen Kredit dann zurückgezahlt haben, das war ja nichts mehr. Eine ja, naja. Stimmt. Würde ich sagen. Weil es bringt auch nichts, wenn wir jetzt sagen, wir verkaufen das ganze Zeug. Weil so viel, wir haben jetzt 300. Ich kurz einmal zusammenrechnen, was darf man denn verdienen, circa? Ist. 200 mal 72 sind 50.000, 54, 54, 60.000 circa. Ja. Plus 8 mal, also nein, 84 mal 200 sind circa 16, 20.000 circa. Das wären wir immer circa bei 60, 70, 80. Hätte ich 100.000 circa plus 55.000 könnte man Kredit aufnehmen, jetzt mit dem Ingame-Kredit. Wären wir bei 150.000. Ja, um 150.000 hätte sich ja nicht viel ausgehen. Wirklich? Ein Steier hätte sich noch einmal ausgehen, weil der hat, glaube ich, ja. Der hätte aber nicht so viel kosten. 100. Der kostet. Nein, der kostet 100. Weniger, der kostet vielleicht nur 80 oder sowas. Ja, aber nicht unbedingt Doppelreifen, glaube ich. Und wir brauchen ja keinen Frontlader. Außerdem. Ja, aber ist das sinnvoll, wenn wir den noch einmal kaufen? Er wird halt nee, ich glaube, dann wird es irgendwann eine Auffahrt. Na, und er wird ein bisschen zu klein werden dann schon, oder? Und das dann auch noch zusätzlich. Ja, zum Düngen wird er gehen und Scheibenecke wüsste ich nicht, denke ich, eher weniger. Was doch, ja, Scheibenecke müsste eigentlich schon noch der gehen. Ja, 6 Meter Scheibenecke mit 100, na gut, mit da, unter das 100 nicht, PS. Das nicht, deswegen. Das nicht, das stimmt. Da wäre es eh noch interessant, dass wir sagen, ich weiß nicht, ist ja zum Sehen, aber dann Sehen ist halt auch wieder, müssen wir wieder Sehmaschine noch zusätzlich kaufen. Weil mit der großen Dreipunkt, mit der Horsch wird nix. Wieder ein bisschen heftig werden. Dann kleine noch Maschinen, was gibt es da in dem Segment? Na, wir haben eine kleine. Ach, eine, ja stimmt, wir haben ja die eine zwei, D9 ja. Haben wir. Ja, die habe ich gerade in Benutzung. Markus? Was? Standardmaschine, es ist da jetzt in dem Preissegment jetzt alles so drin. Ja, Standardmaschinen, die passen die ganzen Preise fast nicht. Und ich hasse die Standardtraktoren. Es gibt keinen, außer vielleicht bei, ja, Boomer wäre noch interessant. Ja, musst du dann nicht, du willst nicht. Aber so. Der Boomer ist, glaube ich, auch teurer, nicht? 150, glaube ich. So günstig ist der? Oder 180, bin mir nicht sicher. Das kostet nicht immer. Dann auch 200. Ich glaube 200, nicht? Der kostet gleich 225, oder? 98 oder 225, ja. Das kann auch sein. Weil der Magnum kostet über 300, was ich weiß. 330. So irgendwas. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, es ist halt. Ursus will ich nicht mit hineinnehmen, das haben zu wenig Leute. Ja, das stimmt. Ja, ich hab's nicht. Ich hab's auch nicht. Einem Add-on, das würde gehen. Ich halt fix installieren dann. Ja. Du seid dann für die nächste Aufnahme, ja. Weil von den Standardtraktoren muss ich ehrlich sagen, gefällt mir keiner. Vielleicht, oh ja, der Hörlemann, der hat auch noch halbwegs gescheit ausschauen, aber der hat auch mit seinen 130 PS oder was der hat, ist der auch schon ziemlich weit unten. Nicht klein, der ist halt auch noch kleiner als der Fendt. Wir hätten fast 200 PS Minimum brauchen. Und da, und da kannst du ungefähr rechnen 200, 220.000 Euro. Ja. So Pi mal Daumen. Kommt auf die Ausstattung natürlich an und was für eine Maschine. Wenn du deinen, weiß nicht, 200 PS New Holland kaufst, kostet der weniger natürlich als ein Fendt 200 PS. Ja. Ja, das stimmt. Oder ein Deutz, wenn du kaufen würdest. Dann müssen wir gucken. Aber, ja. Und ich will aber nicht auf die Oldtimer-Maschine wieder, dass ich, weiß nicht, viele haben auch schon vorgeschlagen, ich soll wieder ich soll mir da den kaufen oder sonst irgendwas. Aber ich finde einfach, wenn wir schon so machen, dann soll man bei neuen Geräten bleiben. Ich finde das eher sinnvoller. Ah, vielleicht dieser Class Aktion oder ja, habe ich mir auch schon überlegt. Was denn der? Da 805 aus dem Kopf. Mit 200, wie viele Leute? 220, 230 PS circa oder 250. Der wird kosten 230.000 Pi mal Daumen mit der Ausstattung.
bisschen vielleicht mehr, 250.000. Du kannst ungefähr immer rechnen, wenn du eine halbwegs Ausstattung haben willst. 10.000. 1 PS ist da 1.000er, genau. Das war früher schon die Regel und ist heutzutage noch. Ja, zu Fendt ist meistens ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, wie Glas die Preise sind, auswendig. Ich glaube, da ist auch. Glas ist auch extrem geworden. Ist auch ziemlich teuer eigentlich. Überhaupt, wenn ja, du nach so Lexion. Ja, und was du. Nein, ich meine jetzt nicht Dresche, ich meine jetzt Traktoren eher. Ja, ja, mit. Also, du zahlst eigentlich für die Marke drauf. Ja, ist auf jeden Fall, ist ganz klar. Ja, und du hast halt, aber du hast Qualität, einfach. Ja, das stimmt. Du kannst halt nie einen Fendt mit einem, keine Ahnung, nie holen vergleichen. Nee. Das passt einfach nicht. Halt. Der wird nie so hinkommen und da kann es noch so viel günstiger sein oder sonst was. Es hat schon einen Grund, warum das Zeug so viel kostet. Natürlich zahlst du den Namen auch mit. Sowieso. Meistens überall so. Und du zahlst halt nachher wahnsinnige Entwicklungskosten von den, halt gerade bei den kleinen Traktoren zahlst du nachher die Entwicklungskosten von den Großtraktoren auch mit. Ja, ist so leider. Das. Aber einen gleichen Traktor will ich dann auch wieder nicht haben, halt viele sagen dann, ja, nimm da einen 724er, der ist halt urverpackt, soweit ich weiß. Nee, nicht alle, also wir hatten eine Version beim guten Manikus auf dem Server, die habe ich damals rausgesucht. Der war eigentlich recht schön. Also keine Bugs oder was. Ja, bleibt da stehen. Also da in der Lücke, dann brauche ich da die Ecke. War auch schön animiert, so ungefähr. Nicht so extrem wie der 516, den wir jetzt hier haben. Mhm. Aber doch auch schön animiert. Mit der Active Control und Handbremse, was weiß ich alles. Ja, das meiste braucht man eh nicht. Bei dem Fender, ich finde halt die Federung extrem genial von dem Ding. Ja, und auch vom Außen her. Das ist halt. Ja. Ich meine, der hat sogar Federung drin, der 724. Und du halt die kleinen Details, wenn du so schaust, unten die kleinen Federn und sonst alles und das Ausheben vom Gruber und so weiter, das ist relativ schnell. Das ist, ich hätte das bei Traktoren so richtig schön gesehen. Hey, ich sehe da gerade, ich bin spulen gerade vor, bin ich irgendwann unabsichtlich angekommen. Ah, nicht viel dürften gespult haben. War die ganze Zeit hell auf jeden Fall. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie man es am besten jetzt machen soll, was man sich als nächstes anschaffen soll. Das ist gerade so. Wir sind gerade in so einer Lage, wo man eigentlich drei Leute ständig beschäftigen könnte, wenn man die Maschinen hat. Wir schicken einfach einen Urlaub, wie wir es mit unseren Mitarbeitern machen. Ja, so wie wir es eigentlich eh jetzt immer gemacht haben, das macht der Max und ich zu zweit gemacht haben, 10 Parts. Weil überhaupt jetzt wären wir, ja. Jetzt könnte man eigentlich jetzt so, wie es jetzt gerade ist, könnte man durchgängig arbeiten halt. Denke ich zumindest. Jetzt momentan. Ja, aber was für eine Maschine sollte dann der Manuel fahren? Ja, wie gesagt, hätte man noch einen Traktor. Cheap. Es wäre ideal, wenn wir nachher noch einen Gruber und eine Sämaschine zusätzlich hätten, dass wir zwei sozusagen haben von jedem Zeug. Aber dann kannst. Ja, dann geht es sich aus. Jetzt momentan wäre es vorteilhaft, zwei Sämaschinen, weil ich weiß ja nicht, wie weit du bist jetzt mit den Obern. Ich habe jetzt nicht nachher das Feld. Was? Nicht mehr viel? Ich habe jetzt ja das Feld. Nee, ich habe jetzt im Endeffekt das Feld, fertig. Ohne Vorgewinde. Das meine ich ja nicht mehr viel. Von Feld 4, aber das insgesamt, ja gut, insgesamt ist das dann noch mehr. Das nochmal ist gleich groß, im Endeffekt ziemlich. Ich habe jetzt knapp die Hälfte, bis es genau aus dem Kopf. Aber da könnte man sich dann überlegen, ob man eine Scheibenegge nimmt und eine Sämaschine dann auf die Scheibenegge draufsattelt. Also ja, das hat eine Direktzahl auf das habe ich keinen Bock, muss ich ehrlich sagen. Wenn dann, ich denke gerne, wenn man Scheibenecke nimmt, halt wenn man so macht, mit Frontback arbeiten, das wäre auch cool. Aber das Problem ist, funktioniert so deppert beim LS. Funktioniert eigentlich gar nicht. Es gibt welche, die zusammen dann ausheben, aber irgendwie habe ich das noch nicht so. Ja. Heraus, weiß ich nicht. Du musst halt immer umschalten, dann weißt du die Geräte und das ist halt das Nervige. Ich glaube, es gibt dann. Es auch gibt Mod, eine, ja. Und das dann gleichzeitig machen. Ja, aber gleichzeitig passt ja auch wieder nicht, oder?
Also wahrscheinlich zuerst vorne. Leicht versetzt. Ja, leicht versetzt. Also ich hab das nur mal gehört, aber ob es den oder die Mod es gibt einen Mod, habe ich auch halt von irgendeinem Zuseher jetzt mal gesagt. Das Problem, du bist jetzt noch circa die Hälfte, hast du gesagt? Ich glaube. Also dann sollte ich aber wahrscheinlich da irgendwo noch mal kurz mal unterbrechen und Vorgewinne machen, dass nachher dann Max da weitermachen kann. Weil sonst geht's wieder so deppert mit Vorgewinne, wenn ich jetzt das ganze Feld fertig mache zuerst. Ah, ich mache jetzt mal. Aber mach Manuel, ich hab eine Aufgabe für dich. Tanken. Mhm. Ja, toll. 80 Liter habe ich noch. Bin schon da. Wo bist denn? Vorne. Ich habe jetzt gerade nur geschaut, ob ich hier unten irgendwo am Grünstreifen entlang fahren kann, aber dem ist nicht so. Du könntest auf der anderen Seite hinfahren, wo die Gärtnerei ist, weil dort kannst du unten am Grünstreifen entlang, der ist breit genug dort. Ja. Dann kann ich unten tanken nachher gleich. Nein, da kommst du nicht entlang, glaube ich, soweit ich weiß, oder? Da stehst du nachher gleich an. Am Pferdehof hängst du fest, ja. Drehen wir gleich um. Da muss ich also am Feld entlang runter. Nein, du musst über den Hof zurück. Ach so, ja gut, da ja, das stimmt, das will ich auch noch. Hof und dann hinten rum. Die Kartoffelrübenlager. Nein, da kann man auch. Man muss nicht durch, denn man kann den auch umfahren. Die Kartoffelrübenlager habe ich jetzt mitbekommen. Ach. Aber die meisten fahren durch immer. Ich fahre nicht durch. Du fährst immer außen rum? Ja, naja, da wo am Start. Genau. Ja, ja. Okay. Immer. So. Ich hab's diesmal hinbekommen, dass ich nicht viel Vorgewende brauche. Ich auch. Bin da schon ziemlich gut drinnen jetzt. Na, ich habe jetzt das Feld 4. Schon fertig im Endeffekt. Das Vorgewende fehlt halt jetzt noch. Jetzt kommt halt drauf an, da muss man halt du rechtzeitig nachher sagen, wenn du dein Vorgewende magst oder sowas, Max. Ja, sag ich dir Bescheid, dass das ich auch mache ein bisschen, weil dass du zumindest anfangen kannst. Ja. Oh, das Feld dreschen wird auch lustig werden. Geht sicher. Viele haben auch gesagt, wir sollen einen Drescher nehmen. Ja, aber Drescher ist so sauteuer wieder. Naja, es wird kalt. 480er, naja, aber es gibt schon den 580er Montana. Ja, der ist und cool gut. Eigentlich. Mit Klappe halt mit 6 Meter, 660er Klappschneidwerk. Genau. Na, ja, nach vorne weg ja. Oder? Ne, zur Seite hoch. Klappt so übereinander. Nein, das ist nach vorne weg, oder? Sicher. Ich weiß nicht, gibt's überhaupt ein anderes? Markus? Ich fahr noch mal das hoch. Okay. Das ist nicht das, was übereinander klappt. Also hoch, Seiten, links und rechts hoch. Dann oben drauf. Das ist quasi wie so eine doppelte Rolle hast. Okay, keine Ahnung. Achso, das ja stimmt, das gibt's oder auch. Oder bin ich jetzt falsch? Ja, aber nee, das gibt's auch. Ja, aber das müsste dann schon größer sein als 6 Meter, oder? Okay. Nee, weißt du, das ist dann halt auf 3 Meter oder so begrenzt und die restlichen 1,5 Meter klappen jeweils rechts und links von der Haspel. Also jede Haspel hat ja ungefähr 1,5 Meter. Ja. Und dann klappt die 4 Haspeln, dann klappen die äußeren 2 Klappen nach oben und schließen dann auf die anderen 2 in der Mitte. Okay. Das gibt's auch, das habe ich auch schon gesehen. Ja, ich weiß auch jetzt nicht, ob das jetzt bei dem. So weil ich kenne das bis nach vorne halt. Ist. Nach vorne, ja, das gibt's auch in Real Life. Ja. Also die mit nach oben, die sind mir auch. Also ich habe zumindest noch keins gesehen, aber als Mod gibt's das. Okay. Weil ich kenne also die nach vorne hat ja noch Glas. Mit dem 12 Meter Schnittwerk, glaub mal. Na, um 12 experimentiert. Nicht. 12er nicht. Auch mit dem 12er? Mit 12er experimentieren sie? Wahnsinnig. Ja, das gab's. Das hab ich schon gesehen, glaube ich. Gibt's noch ein Video bei YouTube. Bist du wahnsinnig? Mit 12er haben sie das dann 6 Meter nach vorne stehen. Ja, da haben sie dann Ding rechts vorne rein. So gesagt, du kannst das Schnittwerk dann. Kannst du vor dir her. Tank nicht mehr so gesagt am Drescher dran. Du kannst eigentlich so ziehen wie ein Schnittwerkswagen. Du schiebst es sozusagen. Du schiebst es dann halt, genau. Okay, heftig. Du kannst halt durch eine Lenkstange, also das dann halt jetzt, das sind jetzt Insider-Informationen. Du kannst durch eine Lenkstange, kannst du dann halt dementsprechend vorne die Räder dann bewegen und das dann halt, ist eigentlich alles elektronisch dann geregelt. Okay, cool. Gerade bei Schneidwerk sehen, ja, ich finde ja, das meistens, ich
erkennbar hier, die 20 Reihe, aber ja, da gibt's ja Prototyp. Ja, was sie bei der Agrotechnik vorgestellt haben, das ist heftig. Das ist echt nicht mehr normal. Ja, aber wir sind auch schon wieder am Ende des Bartes. Schon leider wieder? Ja, wir sind nicht zu dem Thema gekommen, was wir eigentlich wollten. Vielleicht kommt das irgendwas noch anders mal, das erzähle ich mal anders mal darüber. Ich würde mir das Thema auf jeden Fall aufschreiben. Ja, und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao Leute. Gut.